Guten Tag und herzlich willkommen zu einem wackeligen Video aus dem Auto. Heute werde ich gefahren von Tag. Genau. Und ich bin der Herr Tag. Tag hat auch einen YouTube-Kanal. Und ja, wir gehen einkaufen. Also ich und du auch, ne? Mal schauen. Ja. Ich werde wahrscheinlich nicht viel filmen. Wahrscheinlich will ich nur ein bisschen Wasser holen oder sowas. Weil, mal gucken, ob ich dran denke, ein bisschen die Preise mal abzufilmen. Aber ich denke, das wird echt kurzes Video, weil ihr kennt das, glaube ich, jetzt alle von vorne bis hinten. Und ich glaube, im letzten Video habe ich ja eh schon mal so gesagt, was die Sachen so ungefähr kosten. Das wird jetzt, glaube ich, nicht besser geworden sein. So, Mensch, das ist so groß, dieses Display hier. So, es ist kalt in Deutschland. Ach nee, wir sind ja in Frankreich. Es ist kalt in Frankreich. Fluffige 1 Grad. Jetzt gucken wir mal, was es da Schönes gibt. Vielleicht, was ich mir noch mitnehmen könnte, ist so einen französischen, ich glaube, Bouche de Noël nennt sich der. Heißt das Bouche? Ich glaube. Das ist so ein, wenn ich das sehe, zeige ich euch das. Lecker. Solltet ihr in Frankreich sein um die Weihnachtszeit, Bouche de Noël. Gibt es in, sag ich mal, hier im Cora, gibt es aber auch in so einer Bäckerei oder irgendwie was. Also, ja. Du hast ja so eine Punktekarte, ne? Genau. Und die kannst du denn da irgendwie freischalten? Genau, schalte mal das auf dem Handy. Hä? Ich dachte, du fünf. Ja, ich mach das ja auch. So, zack. Und dann steht da Bonjour, ja, Mr. Ja, halt doch mal hin. Da. Ich muss mal scharf stellen hier. Nee, man sieht nichts so scharf. Guck mal.
Was es zurzeit nicht gibt, ist Le Petit Marseillais in, also seit der Pandemie, die Sprühflaschen. Und auch sonst glaube ich nichts, ne? Nee. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie pleite gegangen, bis auf diese Duschgele. Irgendwie, weiß ich nicht, ob die kleine Aluminiumflaschen kriegen oder was. Gibt's nicht mehr. Tütensuppen gibt es auch hier. Ein bisschen Spargel. Ich glaube, mein Französisch ist jetzt richtig und das war nicht was anderes. Ach, siehst du, ich wollte mal gucken wegen Rosenkohl oder was wir da in, wie ist es denn, La Rochelle gegessen haben. Da hattest du eine Dose Rosenkohl, glaube ich, geholt. Der war zwar. Der war eklig. Ich wollte sagen, der war anders, aber nee, du verwechselst das mit, hier. 2 Euro ist aber ein bisschen happig für aus der Dose. Also, was haben wir mal irgendwas, was eklig war? Spinat hier, der war eklig und die waren auch. Nö, das fand ich jetzt nicht. Nee, doch. Dann Schwarzwurzel? Mhm. 2,33. Nee, 2,80. Und das ist, glaube ich, das hier. Das? 2,33, ja. Ich kenne nur einen, siehst du das? Und? Ja. So, jetzt nochmal für die Zuschauer. Wie viel? 2,33 €. Hey, oh. Linse verkauft und dann war das jetzt. Herrlich. Sehr schön. Lecker Fischi. Erstmal. Kommentare lesen unter diesem Video, so, ja, das habe ich auch immer gekauft im Urlaub. Wir suchen Gewürz. Das Backzeugs. Hier schon wieder Waschpulver. Ich glaube aber irgendwo hier rechts. Nee, hinten war das. Ich bin schon wieder mit mir selber. Nun hin. Ich finde, du siehst toll Gewürze. So Leute, wir haben das dann da. Es gibt Persil nicht nur als Waschmittel, es gibt es auch als Gewürz. Kleiner Scherz.